Moin moin Leute, was geht? Der Benjamin wieder hier. Heute ist es endlich soweit. Ion Classic beginnt und wir können uns gemeinsam in die Welt von Atreia stürzen. Um das Ganze zu feiern, hat sich Gameforge eine kleine Community Challenge überlegt, an der ich natürlich auch teilnehmen möchte. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Und zwar geht es darum, dass ihr zusammen mit eurem Lieblings-Content-Creator, wo ich jetzt natürlich hoffe, dass ich das bin, ne, Aufgaben im Spiel erfüllen könnt, die übrigens sowieso von euch während des Levelprozesses erledigt werden, wie zum Beispiel besiege den Boss XY oder betrete die Instanz oder erledige eine Quest. Die Aufgaben haben selbst wir noch nicht bekommen bisher und wir sind auch alle vom Content Creator Team sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zwar bekommt ihr nämlich, wenn ihr diesen Code eingebt, und zwar öffnet ihr in-game dann den Ion Shop, geht hier oben auf diese drei Balken, geht dann auf hier auf Redeem Code, das müsste dann Code einlösen sein im Deutschen, also einfach das zweite von oben, gebt dann hier den Code Classic Benjamin ein, dann bekommt ihr schon mal ein Geschenk einfach so aufs Haus. Ja, ziemlich einfach das mit dem Code, ne? Entsprechend, ihr habt den Code gesehen, Classic Benjamin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den im Shop eingeben würdet und wir gemeinsam als Community die Ziele erreichen. Was für Endbelohnungen es gibt, wissen wir auch immer noch nicht. Also, wir wissen noch gar nicht so viel. Und was natürlich jetzt ganz spannend ist, ihr habt es gesehen, da war direkt eine erste Belohnungskiste. Das heißt, für euren Start in Arion ist das natürlich absolut optimal. Ihr löst meinen Code ein, bekommt direkt erstmal ein paar Belohnungen, die euch auf jeden Fall auf eurer Reise von Level 0 bis Level 10 mit Sicherheit gut tun werden. Ja, wir schauen auf jeden Fall mal gemeinsam. Ich hoffe, dass im Laufe des Tages dann bekannt ist, was alles gemacht werden soll. Heute werde ich ab circa 13 Uhr live sein. Das heißt, das Video hier ist um 11 Uhr live gegangen. Zwei Stunden später wird es mich dann live geben. Ich bin leider zur Veröffentlichung um 11 Uhr nicht da. Ich muss noch arbeiten. Aber nicht so dramatisch. Um 13 Uhr werde ich dann auch online gehen und dann werden wir uns gemeinsam angucken. Und übrigens, nur weil ihr zum Beispiel jetzt Asmus spielt und ich vielleicht mir ein Elios erstelle, also ich weiß es wirklich immer noch nicht, bedeutet das nicht, dass ihr nicht teilnehmen könnt. Das ist fraktionsunabhängig. Die Aufgaben sind entsprechend für die Fraktionen angepasst. Und so als kleinen Gedanken, den ich mir gemacht habe, so zum Schluss noch, nur weil wir zum Beispiel eine kleinere Community sind, heißt das nicht, dass wir schlechtere Chancen haben zu gewinnen. Ihr müsst euch mal überlegen, ein Creator, der vielleicht 500 Codes raushaut und nur 50 Leute erreichen das Ziel oder vielleicht 200, ist wesentlich weniger prozentual gesehen, als wenn wir hier als Community 40 Codes eingelöst haben und davon tun 30 Leute das Ganze schaffen. Dementsprechend seid euch dem vielleicht auch ein bisschen bewusst. Ne? Gut, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dahin und hoffentlich sehen wir uns dann später im Livestream. Ciao, ciao!